Hallo und herzlich willkommen bei RhinoWorks. Weihnachten steht vor der Tür und es wird Zeit, sich um ein paar Geschenke zu kümmern. Für meine Großeltern möchte ich gerne einen Brotkasten bauen mit so einem rollbaren Deckel. Dafür habe ich mir hier diese Eiche-Leimholzplatten geholt. Schauen wir mal, was wir daraus bauen können. Jetzt geht es darum, in diesem Halbkreis hier eine Nut zu fräsen für diesen Rolldeckel. Dafür habe ich mir letztens mal dieses Ding hier gebaut. Das ist ein ganz einfacher Fräszirkel, einfach aus einem Stück Holz und einer Gewindestange, die hier schön in meine Makita-Oberfräse reinpasst. Mal schauen, ob es funktioniert. So, ich habe hier mal alles eingestellt. Ich werde das Ganze in zwei Durchgängen fräsen. Ich hoffe, dass das so klappt. Und ab jetzt ganz wichtig, Maske auf, denn Eichenholzstaub ist krebserregend. So, das mit dem Fräsen hat geklappt. Damit können wir dieses Seitenteil jetzt zusägen und das Ganze dann nochmal für die andere Seite bauen. So, das zweite Teil habe ich jetzt kurz off-camera gebaut. Ihr habt ja gesehen, wie es geht. Damit diese beiden Teile jetzt wirklich mehr oder weniger genau gleich sind, werde ich sie gleich mit doppelseitigem Klebeband zusammenkleben und dann mit dem Bündigfräser bearbeiten. Für den Rolldeckel brauche ich jetzt ganz viele 15 mm breite Leisten und die schneide ich mir aus dem gleichen Material zu, und zwar mit der Tischkreissäge. So, ich habe alle meine Leisten beisammen. Was ich nun machen werde, ist an jeder Leiste jeweils zwei Kanten rund anfräsen. Und an den Seiten kommt jeweils ein Falz hin, der dann genau in diesen ausgefrästen Halbkreis reinpassen soll. Los geht's! Ich habe gerade versucht, mit Hilfe des Fräsanschlags und dieses Winkelanschlags diesen Falz hier zu fräsen. Was passiert? Das ganze Holz fliegt einem um die Ohren. Ich bin jetzt ehrlich gesagt gerade etwas ratlos. Eine Idee wäre, die Tischkreissäge dafür zu nehmen. Allerdings habe ich mir noch keinen Schiebeschlitten gebaut. Das fällt also schon mal weg. Vielleicht kann ich es mit der Bandsäge probieren. Ich schau mal. So, nun habe ich all meine Hölzchen für den Rolldeckel zusammen. Um diese zu fixieren, brauche ich ein Stück Stoff. Zum Glück hat meine Frau eine Nähmaschine. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. So, da haben wir das gute Stöffchen. Hat ganz gut geklappt, wie ich finde. Bevor wir das jetzt aber hier aufkleben, werden wir
diese Hölzer erst einmal ölen, weil das sonst durchdrückt und uns das ganze Stück Stoff versauen würde. So, und während das hier vor sich hin trocknet, habe ich mir noch eine kleine Planänderung überlegt. Und zwar wollte ich zuerst hinten beim Rohkasten so einen Aufbau machen, aber irgendwie finde ich, das sieht ein bisschen altbacken aus. Und darum werde ich das Ganze einfach abschneiden, da kommt einfach ein gerader Deckel drauf und gut ist. Und den Boden müssen wir noch zuschneiden. Genau, und diesen Deckel oben drauf, das machen wir jetzt. Neuer Tag. Der Rolldeckel ist getrocknet, das sieht gut aus soweit. Ich habe das hier mal provisorisch zusammengesteckt. Jetzt gibt es allerdings ein Problem. Und zwar habe ich mich ja dafür entschieden, diese Erhöhung hier wegzusägen. War eine dumme Idee, weil jetzt, wenn ich den Deckel drauflege, kommt dieses Rollteil nicht mehr vorbei. Das heißt, ich muss jetzt hier schauen, dass ich das irgendwie wieder ein bisschen erhöhe. Mal schauen, wie wir das machen. So, jetzt haben wir alle Teile beisammen. Jetzt noch alles ölen, zusammenschrauben und wir sind fertig. Und da hätten wir ihn. Ein klassischer Brotkasten mit Rolldeckel, an dem meine Großeltern hoffentlich noch viele Jahre Freude haben. Das Projekt hat mich wieder mal richtig gefordert, aber mir auch richtig viel Spaß gemacht. Wenn euch das Video und das Projekt gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen da, schreibt was in die Kommentare und abonniert doch meinen Kanal, würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.